Ja, ein herzliches Willkommen und guten Morgen zu einem neuen Tag in Dying Light. 7:04 Uhr haben wir es. Und ja, willkommen auch wieder zurück zu einer weiteren Folge von Dying Light We're Following hier auf meinem Kanal. Ja, ein DLC, was mich sehr, sehr, sehr doch sehr in sein Bann zieht, sag ich mal so. Also sehr interessant ist für mich. Weil es unterscheidet sich ein klein wenig vom Hauptspiel, was ich wieder sehr gut finde, weil wir hier ein Auto haben. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne Autos fahre im Spielen. Und eigentlich auch einer der chaotischen Fahrer überhaupt bin. Aber es macht Spaß. Das ist die Hauptsache. Ja, gut. Wir sollen Quest erfüllen. Quest, die werden wir auch machen. Ist jetzt die Frage, sollen wir von ihm hier die Quest machen oder sollen wir hier die Quest machen, die. Vermisste Person. Vermisste Person. Mit dir sollen wir gar nicht sprechen, anscheinend, ne? Ach, dann sprechen wir mit dir auch nicht so. Okay. Damit und Belkett wollen nachsehen gehen, ob es in Oasis noch etwas Brauchbares gibt. Das war sehr tapfer von ihnen, aber auch sehr dumm. Und wir können hier keine Dummheiten akzeptieren. Wir können sie uns nicht leisten. Wer auch immer ihnen gesagt hat, das sei eine gute Idee, soll sich zum Teufel scheren. Ich hoffe, dass die gnädige Mutter über sie wachen wird. Sollte jemand von ihnen hören, dann gebt mir bitte sofort Bescheid. Okay. Gut, dann haben wir das. Brüder und Schwestern, nach dem Gottesdienst letzte Woche fing ich an, mich besser zu fühlen und deshalb beschloss mein geliebter Emra, der Mutter am Monolithen zu danken. Er kehrte nicht zurück, bitte bringt mir ihn zurück. Ich fühle mich noch immer nicht gut genug, um selbst nach ihm zu suchen. Ich hoffe, der Segen der Mutter war nicht auf mich begrenzt, sondern bewahrte auch ihn vor Schaden. Okay, auch die Quest nehmen wir an. Hinunter in den Kaninchenbau. Leute, die Gesichtslosen haben uns ein neues Schattenjägernest genannt. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, geht nicht in die Nähe von Old Clummy Witch. Macht einfach einen Bogen darum und nimmt andere Wege. Und wenn ich sage, haltet euch fern, dann meine ich das auch so. Okay. Dann nehmen wir die Quest an. Und Schattenjägernester. Achso, die müssen wir zerstören. Nester sind Brutstätten der Schattenjäger und auf dem Land wimmelt es von ihnen. Wenn sie sehr stören, verkleinern sie die Schattenjägerpopulation und machen die Nächte sowohl für sich selbst als auch für die Einheimischen sicherer. Aber Vorsicht, tagsüber sind die Nester voller Schattenjäger. Sie sollten sie also lieber nachts angreifen. Okay, nachts, wenn die Schattenjäger unterwegs sind. Lol. Ich lach später. Meine alte Dame drängt mich, das hier zu posten. Sie sagt, beim Brunnen in der Nähe des Altars vor der Stadt ist entweder eine rollige Katze oder ein meines krankes Kind. Ich habe ihr gesagt, dass es ein Dämon ist, aber sie meint, jemand sollte nachsehen. Wenn es ein Kind ist, können wir ihm helfen. Wenn es eine Katze ist, haben wir eine Katze mehr. Sagt mir Bescheid, wenn jemand zum Altar geht, dann gehe ich mit und sehe nach. Es wird bestimmt wieder so ein schreiendes Kind sein, was wieder einen Haufen Zombie anlockt. Okay. Dann schauen wir mal auf die Quest, die wir jetzt hier haben. Genau, also das sind jetzt hier die Nebenquests und das ist hier praktisch die Hauptquest, die wir ja dann machen, weil wir Einheimischen helfen. Ja. Okay, warte mal. Wir machen dann auch am besten einfach mal die Quest. Genau. Lena, hörst du mich? Lena! Crane? Alles okay?
Sorgen gemacht. Alles okay. Aber dein Patient hat nicht gelogen. Hier gibt's ein paar Leute. So eine Gruppe, deren Mitglieder immun gegen den Virus zu sein scheinen. Immun? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Sie werden von einer Art Schamanin beschützt, die sich Mutter nennt. Sie kommuniziert ausschließlich über ihre Priester. Ich versuche, Kontakt aufzunehmen. Aber die Leute hier trauen keinen Fremden. Versuch's weiter. Wir hören gleich weiter. Will man nur mal gucken, ob wir schnell das Wasser reparieren können. Aber sei vorsichtig, okay? Na klar, ich bin immer vorsichtig, also hallo? okay, warte mal. Wir müssen hier lang. Warte mal, wir gehen mal hier zum Laster hoch und gucken mal, ob der Benzin hat für uns. Flasche mit Benzin, geil. Also da müssen wir halt wirklich mal Ausschau halten, ne? Nach Flasche mit Benzin. Könnte uns in einigen Fällen vielleicht wirklich mal den Arsch retten. Ah, guck mal, ein Baseball. Können wir nicht mitnehmen. Ah, schade, aber gut, egal. Ich glaube, wir haben aber auch ganz gute Waffen. So, fahren. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das ganze DLC geht. Da bin ich ja noch unerfahren. Aber wir spielen halt die Hauptstory vom DLC natürlich durch, ne? Ist ja logisch. Und schauen einfach mal, was wir noch so schaffen nebenbei. Und danach kommt ja noch ein DLC von Dying Light, und zwar Hellblade, was ich dann auch nochmal mit euch spielen werde. Aber ich glaube, da werden wir nicht so viele Folgen rausbekommen wie jetzt bei Following. Ich glaube, hier werden wir schon mehr Folgen rausbekommen noch. Das ist ja auch nicht so schlimm, ne? Also ich habe mich ja auch dazu entschlossen, das DLC mitzuspielen, weil ich finde, wenn ich mir schon die komplette Edition hole bei MMOGA, das war da einmal, also kurz Werbung. Hui. Komm, raus hier. Raus. Okay, dann fahren wir einmal durch.
müssen hier einmal... Ah! Können wir gar nicht rüber? Doch. Aber das war auch knapp. Das ist das, was ich meine mit Chaosfahrer, ne? Kann zwar auch vernünftig fahren, aber... Das ist selten. Einfach selten. Also, ups. Das war so natürlich nicht geplant. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, da müssen wir hin. Okay, hier gibt's nichts. Machen wir weiter. So, warte mal. Gucken hier natürlich auch nochmal. Weil bis jetzt hatten wir ja immer eigentlich ganz gut klar Glück, dass wir jedes zweite Auto, was wir gefunden haben, irgendwie mit Benzin hatten. Hat auch der LKW hier vorne was? Ja. So, gucken wir mal weiter. Okay, machen wir mal hier die Tür auf, gucken wir. Oh ja, Medikit nehmen wir mit. Ist das auch nochmal Medikit Militär? Okay. Flasche mit Benzin. Und du hast bestimmt auch Teile vorne. So, und dann müssen wir da jetzt runter. Warte mal, dann parken wir unseren Dackel hier. Zack. So, dann looten wir jetzt erstmal die Autos hier. Und gucken, ob die auch noch mal Benzin haben und so. Ja, Flaschen mit Benzin, das ist gut. Weil umso mehr wir haben, umso weniger brauchen wir uns Sorgen machen. Wenn wir mit dem Buggy unterwegs sind. Weil wir dann auch wirklich jederzeit tanken können.
So, gucken wir mal hier nach, was hier los ist. Es war so klar, dass hier Zombies auch liegen, aber dass sie doch so easy sind zum Beseitigen. So, hier oben sind glaube ich keine mehr, ne? Nein! Oh, shit. Diese Konserven. Okay. Ich glaube, das war jetzt keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Überhaupt nicht. Gut. Gucken wir nochmal. So, jetzt bin ich auf dem Aussichtsturm. Okay, wir müssen mal gucken, wie wir da jetzt unbeschadet runterkommen. Das wäre nämlich schon toll, wenn wir das irgendwie schaffen würden. Also irgendwie unbeschadet darunter. Du sollst nicht runterspringen, mein Freund. Oh, warum springt er denn runter? Sag mal. Er soll eigentlich sich nur an die Stufen da festhalten. Na, aber gut. Müssen wir mal gucken, wie wir da runterkommen. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, aber immerhin spawnen wir mal hier in der Nähe. Also, nochmal. Müssen wir uns vielleicht mit dem Ofenhaken da irgendwie runter skrabbeln? Kann das vielleicht sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob wir den Ofenhaken nehmen sollen. Oder kommen wir da irgendwie auch vielleicht anders rein? Kommen wir da irgendwie auch anders rein? Nee, ne? Zugang, Höhle, irgendwas haben wir nicht. Derartiges, oder? Wie kommen wir da denn rein? Nein, du sollst sie. Oh Mann, oh. Er fällt da immer runter, statt sie festzuhalten. Wie sollen wir denn da überhaupt irgendwie was erkunden? Oh Mann, oh. Das macht keinen Spaß, wenn wir da ständig sterben. Also, nochmal. So, wir sind jetzt hier. Wir müssen da aber im Brunnen rein. Wie sollen wir denn da im Brunnen reinkommen, wenn er dann ständig runterfällt? Das macht ja keinen Sinn. Da gehe ich nicht runter, weil da ist ein großer. Da habe ich keinen Bock drauf gerade.
Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie hier runterschießen können. Warte mal, können wir irgendwie hier auch runter und von hier irgendwo reinkommen? Nee. Wahrscheinlich ist der Brunnen wirklich nur der einzige Eingang, oder? Warte mal. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir da runterkommen? Und wie haben wir die Möglichkeit, wie haben wir die Möglichkeit, da den Wurfhaken zu nehmen? Wir können ja mal in den Optionen nachschauen, ob wir da irgendwie die Möglichkeit haben, in der Steuerung zu gucken, wie wir Tastenzuweisung, also könnte sogar heulen, okay. Aber wie kriegen wir das hin, dass wir einen Wurfhaken verwenden können? Das ist halt jetzt die Frage, wie kommen wir da jetzt runter? Du sollst doch nicht immer zum Tod springen. Jetzt haben wir es geschafft. Lol. Verstehe. Alter, das ist echt krank. Okay, jetzt haben wir das Kind auf jeden Fall ruhig.
Und das tut mir immer so total leid, ne? Das tut mir immer so voll leid. Also das ist richtig gemein in dem Spiel. Ungelogen. Ich finde das immer total schlimm. So, wir kommen jetzt hier auch nicht einfach wieder raus, ne? Das ist ja das Problem. Also müssen wir wahrscheinlich zwangsläufig hier durchtauchen. Nehme ich jetzt mal an. Okay, hier geht's noch weiter. Krass. Sag mal, wie tief geht's denn in der Höhle rein? Okay. Okay, also müssen wir hier noch weiter tauchen, na super. Okay, hier geht's nicht weiter, ne? Also wir müssen schon irgendwie hier weiter. Aber clever gemacht, das findet man hier nicht gleich. Thank you.
Okay, wir müssen da noch weiter tauchen, aber da müssen wir erstmal ein bisschen Luft sparen hier. Und zack, runter. So. Alter, was ist denn hier los? Junge, was ist denn hier unten passiert im Brunnen? Okay, ich höre. Das da drinnen ist mein Kind. Bitte lassen Sie es nicht verhungern. Lassen Sie es nicht leiden. Ach du Scheiße. Er meint das Kind, was wir getötet haben? Oder gibt es hier noch so ein Kind? Netter Armbrust. Jagen Sie zwei irgendwas? Ja, ein gottverdammtes Monster, das unsere Vorräte klaut. Ich hab's angeschossen, aber es rannte in diese Höhle. Haben Sie es da drin nicht gesehen? Ist vielleicht doch besser so. Schließlich ist es verwundet. Okay. Gut, also dann haben wir halt die Mission abgeschlossen anscheinend. Gut, dann müssen wir jetzt hier runter. Und irgendwie wieder zurück zu unserem Fahrzeug finden. Ist halt jetzt die Frage, wie kommen wir da hin, ne? Gut, ja. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich werde jetzt erstmal versuchen, zu meinem Fahrzeug zu finden. Und würde sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Und ich freue mich schon drauf. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann, ja, wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.